FMG werden eingebaut und getarnt. Geschütze in Stellung gebracht. Unter dem Feuerschutz der Artillerie haben Panzer und Grenadiere einen Gegenstoß durchgeführt. Feuerberührung mit der Feindspitze. An der Invasionsfront. Auf den Straßen der Normandie. Normannische Bauern treiben ihre Herden in sichere Gebiete zurück. Deutsche Einreifreserven begegnen ihnen. Amerikanische Jagdbomber greifen eine französische Stadt an. Seit Wochen liegt über den idyllischen Städtchen und Ortschaften der Normandie das Grauen der Vernichtung und des Todes. Die Bevölkerung versucht, sich in Sicherheit zu bringen. Auch hier sind Frauen und Kinder ständig von den Luftangriffen der Befreier bedroht. Die brutale Rücksichtslosigkeit der Angloamerikaner hat die Volkswut aufs Höchste gesteigert. Tausende von Gefangenen werden durch Paris geführt. Dabei kommt es trotz starker deutscher Bewachung immer wieder vor, dass sich die Menge in ihrer begreiflichen Erregung dazu hinreißen lässt, tätlich gegen die Angloamerikaner vorzugehen. Deutsche Jagdflugzeuge starten zu Tiefangriffen auf die Nachschubstraßen im Wolkenkopf des Feindes. Eine Straßenkreuzung mit Fahrzeugen unter dem Feuer der Bordwaffen. In der Hauptstraße einer kleinen Stadt werden bereitstehende amerikanische Fahrzeuge von unseren Fliegern angegriffen. An der Front südlich Caen, SS-Panzergrenadiere in Erwartung eines starken gegnerischen Angriffs. Die deutsche Artillerie nimmt den Feind unter Feuer. Der Träger der Schwerter zum Ritterkreuz, SS-Hauptsturmführer Wittmann,
einer der erfolgreichsten und gefürchtetsten Panzervernichter in seinem Tiger an der Invasionsfront. SS-Panzer rollen vor. In engen, laubverdeckten Hohlwegen, in dschungelartigen Waldpfaden, liegen weit auseinandergezogen die Grenadiere in ihren Stellungen. Stündlich wechseln hier Angriff und Abwehr aller Waffen. In den letzten Durchbruchsversuchen verloren die Angloamerikaner innerhalb einer knappen Woche über 500 Panzer. Panzerabwehr im Gefecht. In Trümmern der Ortschaften kommt es immer wieder zu erbitterten Straßen- und Häuserkämpfen. Selbst in den kritischen Stunden bestätigt der deutsche Soldat, was eine Londoner Pressestimme sagt. Es ist, als ob Hitler in diesem Augenblick der Krise jedem Kämpfer persönlich den Befehl gegeben hätte, die äußersten Anstrengungen zu machen.